Hallo liebe Campingfreunde, diesmal geht es um Energie im Winter. Was verbrauche ich an Strom? Was verbrauche ich an Gas? Kann ich auch im Winter autark stehen? Als ich mir dieser Tage ein Tutorial von einem Kollegen anguckte, wo eine Bleibatterie durch eine Lithium von 100 Ampere ersetzt wurde, fiel mir auf, dass sie auch noch den Ladebooster vergessen hatte. Ich machte dann diesen Kollegen darauf aufmerksam, dass 100 Ampere im Winter auch nicht die Welt seien und ohne Ladebooster würde die Batterie nicht richtig geladen werden. Wie ich mir dann auch erwartet hatte, wurde ich dann natürlich voll angegriffen. Aber das soll ich euch sagen, liebe Kollegen, mit solchen Aussagen bekomme ich dann Alltagsfrust statt Reiselust. Viel Inkompetenz, kein Know-how und keine Ahnung. Und genau das will ich mit diesem Tutorial ändern. Mehr nach dem Intro. In einem Wohnmobil haben wir zwei Arten von Energieträger. Einmal Strom und einmal Gas. Der Energieträger Strom wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Zu diesem Zwecke habe ich eine Excel-Tabelle eingerichtet, wo man ganz genau Verbraucher und Stromverbrauch einsehen kann. Wenn wir uns die Excel-Tabelle ansehen, die erste Reihe Geräte und Verbraucher, Stromstärke in Ampere, Nutzung pro Tag in Stunden, Verbrauch in Ampere pro Tag und dann nur das Notwendigste. Die letzte Reihe hier, die werde ich danach zum Schluss erklären. Schon allein das Einschalten meiner Hümer-Anlage, da ist ein Verbrauch von 0,6 Ampere pro 24 Stunden, also ein Verbrauch von 14,4 Ampere. Das heißt, nur das Knöpflein drücken, dass die Anlage in Betrieb ist, hat einen Verbrauch von 0,6 Ampere. Diese Leistung von 0,6 Ampere wurde auf einem Voltronic-Batteriecomputer gemessen, so gut wie alle anderen Stromstärken auch. Der Fernseher nimmt 4 Ampere pro Stunde. Bei einer Nutzung von 4 Stunden pro Tag, was relativ sehr wenig ist, normalerweise bei einem trüben Tag, wo es schneit und so weiter und so fort, sitzt man doch mehrere Stunden am Fernsehgerät. Boah, ich habe hier mal mit 4 Stunden gerechnet, das wären dann 16 Ampere. Licht im Fahrzeug, ja wie gesagt, meistens im Winter ist das grau in grau. Ich habe hier mal 3 Lichter an, das sind dann 3 Ampere, 3 mal LED, gut verstanden. Nutzung pro Tag 5 Stunden, das wären dann 15 Ampere. Wasserpumpe hat 55 Watt. Stromstärke wären das 5 Ampere, man benutzt sie 0,2 Stunden, ich habe da 0,2 Stunden, das sind so 12 Minuten, das ergibt 1 Ampere. Autoradio 1,5 Ampere, 4 Stunden, haben wir das Ding da an, dann haben wir auch wieder 6 Ampere, die flöten sind. Die Heizung mit Ventilation 1,5 Ampere, das heißt, das ist die Ventilation, die elektrisch verbraucht. Respektiv bei jeder Zündung von der Heizung wird auch wieder Strom verbraucht. 24 Stunden lang lassen wir das Ding da laufen, anders geht es ja nicht. Und dann haben wir einen Verbrauch von 36 Ampere pro Tag. Absorberkühlschrank mit Gas, der hat auch Elektronik, das heißt, ich habe da mal die Elektronik berechnet mit 0,2 Ampere, 24 Stunden lang am Tag, das macht 4,8 Ampere, die wir da verbraten. Das Laptop, das ist natürlich immer wieder sehr relativ. Die einen haben einen sehr schnellen Laptop, die anderen etwas einen langsamen. Also ich rede da von meinem Fall. Der verbraucht damals 10 Ampere. Und wenn ich da anfange, Filme zu schneiden und so weiter und so fort, da liegen wir ungefähr so bei 15 Ampere pro Stunde. Und wenn wir da drei Stunden schneiden, haben wir einen Verbrauch so von rund 30 Ampere. Das ist natürlich auch schon ein
relativ hoher Stromverbrauch. Dann kommen wir weiter zu Ladegeräte, Handy, Kamera, USB und so weiter und so fort. Ich habe da einfach mal 2 Ampere genommen, mal 3 Stunden und da kommen wir auf 6 Ampere, die wir dann verbraten in den Akkus von solchen Geräten. Kaffeemaschine, Senseo, Nespresso oder wie sie doch alle heißen, die verbrauchen so 120 Ampere. In der Regel laufen über Wechselrichter. Nutzung pro Tag 0,2 Stunden, 12 Minuten. Habe ich da mal gerechnet, da liegen wir ungefähr so gut, gehe ich davon aus. Für 4 Tassen Kaffee so müsste das reichen. Verbrauch pro Ampere am Tage sind dann 24 Ampere Flöten aus der Batterie. Dann haben wir noch den Haartrockner für die Holder. Der verbraucht ungefähr so 1200 Watt. Am Wechselrichter, das machen 100 Ampere so aus bei 12 Volt. Nutzung pro Tag, ich habe da auch wieder 12 Minuten genommen, also 0,2 Stunden, dann kommen wir auch nochmal auf 20 Ampere. Und wenn wir das alles zusammenrechnen pro Tag, was wir alles verbrauchen an 12 Volt, dann haben wir eine Stromstärke von 173,2 Ampere. Das ist relativ sehr viel und ja, was soll ich sagen? Ich habe eine zweite Berechnung hier gemacht, nur das Nötigste. Einschalten der Hümeanlage habe ich dann hier behalten. Das muss etwas sein, da kommen wir nicht dran vorbei. Fernseher, ja, das muss auch sein. Man will ja nicht 24 Stunden oder 16 Stunden am Tag da sitzen, Bücher zu lesen, das bringt ja auch nichts. Licht im Fahrzeug, man kann natürlich auch Kerzenbeleuchtung machen, darauf stehe ich aber nicht. Nämlich viel zu viel Feuer gefährlich. Man sieht das ja manchmal, dass Leute da Teelichter und so weiter anzünden im Innenraum. Das muss wirklich nicht sein. Wasserpumpe muss auch sein, ja. 1 Ampere. Heizung und Ventilation, darauf will ja wirklich keiner verzichten, die 36. Und dann Absorberkühlschrank für das kalte Bier oder kalten Wein, 4,6 Ampere. Und dann noch Ladegerät für Handy und Kamera und so weiter und so fort. Da will ja Kontakt mit der Außenwelt behalten, respektive mit der Familie. Dann bekommen wir hier, wenn wir jetzt nicht gerade Rambo spielen, einen Verbrauch von 93,2 Ampere. Das ist relativ sehr viel. Man muss ja bedenken, es ist grau in grau draußen. Die Solaranlage bringt auch nicht die Welt. Und da ist man sehr schnell mit dem Autarken am Ende. Meine Solaranlage von rund 400 Watt mit MPPT-Regler wird dann noch in diesen Tagen so grob geschätzt 3-4 Ampere pro Stunde bringen. Das ist natürlich auch nicht die Welt, aber ich rechne mal 3 Ampere mal 8 Stunden, dann kommen wir auf 24. Da könnten wir eventuell noch 24 Ampere jeden Tag retten, soweit. Wie gesagt, wie es nicht anfängt mit Schneien und wie es nur grau in grau ist. Wenn jetzt natürlich die Sonne rauskommt, dann bringt diese Anlage natürlich bedeutend weiter. Aber das ist doch eher rar in unseren Breitengraden. In der Zwischenzeit müsste es auch bekannt sein, ich bin ein sehr großer Freund von Autarkstehen. Das heißt, ich gehe nicht allzu gerne am Stromnetz. Ich nehme das Beispiel vom letzten Wochenende in Egesheim. Die haben dann knallhart 5 Euro gefragt pro Tag für etwas Strom zu bekommen. Den habe ich mir relativ aber erspart. Meine neue Anlage mit 400 Ampere Lithium, wovon 350 Ampere dann brauchbar sind, könnte ich dann zwischen 3 und 4 Tagen autark stehen. Kommen wir weiter zu einer anderen Energieform, und zwar Gas. Im Sommer ist das relativ einfach, da habe ich nur den Kühlschrank drüber laufen und morgens machen wir uns nur eine Tasse Wasser warm für unser Tee zu trinken. Da kommen wir natürlich mit einer Gasflasche zwischen 1 Monat und 6 Wochen, hängt ein bisschen davon ab, normalerweise ist das so um 1 Monat, also 4 Wochen, zwischen 4 und 5 Wochen, ist kein Thema. Aber jetzt im Winter ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Mit der Heizung, das ist natürlich ein großer Verbraucher an Gas. Ich habe da letzte Woche noch eine angebrochene Gasflasche da gehabt. Und die kann man ja relativ sehr schnell wiegen mit so einer Kofferwaage. Das ist ja nur brutto
weniger Terre bekommt man das netto raus. Normalerweise ist das dann in Kilo, da wären noch 2,5 Kilo drin, das sind dann 2,5 Liter Gas. Und da haben wir die angeschlossen in Egisheim. Um 14 Uhr habe ich die Heizung in Betrieb genommen, da wir nur noch 0 Grad so draußen hatten. In der Nacht wäre es auch nicht viel wärmer. Und die Flasche hat gereicht. 24 Stunden hat sie gereicht bis am anderen Tag. So 1700 Uhr, danach war der Zappen ab und die Flasche war leer. Wenn ich das jetzt dann ausrechne, 2,5 Liter so am Tag ist ungefähr so der Verbrauch. Wenn ich das dann jetzt ausrechne, 2,5 Liter, respektive 2,5 Kilo Gas am Tag ist so ungefähr so der Verbrauch im Moment. Ich muss allerdings sagen, am Tag hatten wir nur 19 Grad am Thermometer eingestellt. Das hat uns genügt, 19 Grad. Und in der Nacht hatten wir 10 Grad. Das hat uns auch genügt. Wir lieben es nicht, so toll warm zu schlafen. Ich muss auch jetzt ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir sind da wirklich keine Wintercamper. Es wäre mal sehr schön, so unterwegs zu sein, aber ich glaube, so richtig Wintercamping, das ist nicht so unsere Sache. Für Leute, die jetzt Wintercamping mögen, da ist die Rechnung sehr schnell gemacht. Bei 2,5 Kilo Gasverbrauch pro Tag bei ca. 0 Grad kommt man mit einer Gasflasche ungefähr so 4 Tage. Und bei 2 Flaschen sind natürlich 8 Tage, das ist das Maximum. Oder man hat noch eine dritte Flasche dabei oder man geht sie tauschen, was weiß ich auch immer. Also ich würde mal sagen, das wäre nicht so mein Ding. LPG, also Autogas, da muss man auch immer wieder die Dinger tanken. Das wäre auch nicht so mein Ding. Was eher mein Ding wäre, das wäre so eine Dieselheizung. Diesel bekommt man überall in sämtlichen Ländern. Für alle Kollegen, die LPG haben, zum Beispiel Finnland und Island, haben jetzt kein LPG, also kein Autogas. Wenn man dahin fährt, ist man relativ sehr schlecht bestellt, wenn man mit diesem Träger heizt. Das wäre jetzt mal gewesen mit dem Thema Energie im Winter. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen einen Tipp geben, weiterhelfen. Oder vielleicht hat er jetzt mal eine Ahnung, was er alles an Energie verbraucht im Winter. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bleibt gesund und in dem nächsten Tutorial, respektive Reportage, werden wir uns dann wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.